War es das schon? Nee, einer fehlt noch. Endlich haben wir ein richtiges Sicherheitssystem. Ich weiß, der Eingang ist nur Augenwischerei, aber wenn Barstow immer wieder hohe Tiere mitbringt, bin ich am Ende dran, wenn was schief läuft. Die Arbeiter nörgeln ständig über die neuen Sicherheitsmaßnahmen. Die können sich beschweren, wenn sie bisschen schwarz werden. Gut, Sicherheitsabriegelung aufheben. Finde die Steuertafel. Sehr gut. Voltec-Werkstätten benötigen zum Betrieb eine Steuertafel. Oh Gott. Bei Notfällen wird sie standardmäßig im Reaktorraum gelagert. Da müsstest du sie finden. Okay. Ach, da kommt wieder was. Sicherheitschef Andersen. Ah! Ich ziele auf die Beine, aber es passiert jetzt. Alter. Also ist es doch möglich, einem legendären Ghoul ein Bein abzuschießen. Es dauert nur länger. Ach, die Steuertafel. Ein Bleirohr. Und ein Ofenhandschuh. Wow. So, wo muss ich jetzt hin? Ah. Beseitige den Schuh. Was? Beseitige den Schutt. Ach, da unten den. Was? Oh. Das ist eine Siedlung. Das ist eine Siedlung hier. Hallo. Du bist nicht, was ich erwartet hatte. Du hast einen Pip-Boy. Du kommst aus einem Vault. Aber du gehörst ganz offensichtlich nicht zu Vault-Tec. Nope. Was ist der Grund? Wieso hast du mir geholfen? Das war doch nur ein bisschen Nachbarschaftshilfe. Ein ausgeprägter Gemeinschaftssinn. Sehr löblich. Mein Name ist Valerie Barstow. Ich sollte die Aufseherin in diesem Vault werden. Aber bitte, komm mit. Ich habe ein Angebot für dich. Diese 200 Jahre waren hart. Ich habe eine Tour durch den Vault geführt. Er sollte mein ganzer Stolz werden. Dann die Erdbeben. Sirenen. Viele starben. Vielleicht hatten sie Glück. Die Strahlung. Ich habe mich schon gewundert, warum der nicht angreift. Die Bauarbeiter haben ein noch schlimmeres Schicksal als ich erlitten. Aber sie waren mir gegenüber niemals feindselig. Es wäre wohl am besten, sie von ihrem Leid zu erlösen. Töte die wilden Ghule. Ja, einen davon haben wir gerade gekillt. Tu, was du für richtig hältst. Ich habe mich nämlich gerade tatsächlich schon gewundert, warum da so ein wilder Ghoul offensichtlich rumläuft, weil das sah schon aus wie so ein wilder Ghoul, der aber nicht angreift. Was ist denn da? Was ist denn mit dem? Ah, Level up! So, das haben wir fertig. Den haben wir auch fertig. Robotikexperte. Ja, da muss ich genaue Anweisungen geben. Das möchte ich ja eigentlich gar nicht. Was haben wir hier? Waffenfreak. Dann nehmen wir den noch mit. Damit wir unsere Waffen aufrüsten können. Oh, das sind noch mehr Ghule. Alter, was steckt denn der bitte ein hier? Wie viel steckt denn der bitte weg? Ach, da drüben haben wir noch einen. Orte
feindliche Lebensform. Ja, wie kommt man jetzt hier rüber zu mir, hör, mein Freund? Kannst du mal stehen bleiben? Blödes Vieh. Jetzt verstehe ich auch, warum sie vorhin gesagt hat, warum hilfst du mir und nicht uns? Weil das ja alles wilde Ghule sind, die im Grunde gar nicht zu ihr gehören. Oder nicht mehr zu ihr gehören. Oh Kotzi, erschreck mich nicht so. Ich glaube, hier kam ich her, ne? Jawohl. Ich habe versucht, mich zum Eingang vorzugraben. Mit der Steuertafel hätte ich vieles anders machen können. Aber es war einfach zu viel Schutt. Dafür war meine Ausrüstung nicht geeignet. Meine Arbeit hat mir allerdings viel Kraft gegeben. Hier, unter diesen Papieren ist mein Lebenswerk. Ich möchte es mit dir teilen. Dr. Brown hat mich mit etwas sehr Wichtigem betraut. Einer Reihe von Prototypen und den zugehörigen, nun, Experimenten, die die Gesellschaft neu definieren könnten. Aber, wie du siehst, verlief nicht alles nach Plan. Hört sich an, als hättest du eine harte Zeit hinter dir. Ich hatte hier unten viele dunkle Tage. War verzweifelt. Aber die Arbeit, die ständige Arbeit, hat mich weitermachen lassen. Der Vault sollte viel Platz bieten für ausgebildete Mitarbeiter, vertrauenswürdige Untergebene und Wissenschaftler. Und trotzdem, wie alles gelaufen ist, sehe ich Möglichkeiten. Arbeiten wir zusammen. Als Partner. Was genau müsste ich machen? Ich weiß, dass du in einer besseren Verhandlungsposition bist. Ich würde gern die alltägliche Verwaltung des Worts übernehmen. Was auch immer du willst. Ich werde mein Möglichstes tun. Ich würde dich nur bitten, die Prototyp-Experimente durchzuführen. Okay. Lass uns das zu Ende bringen. Gut. Ausgezeichnet. Wir können nicht anfangen, solange ich keinen richtigen Aufseherschreibtisch habe. Die Informationen im Terminal des Schreibtisches sind äußerst wichtig für die Experimente. Ich lege die Zukunft unseres Vaults, Vault 88, in deine Hände. Bau den Aufseher, schreibe ich von Vault 88. Müssen wir jetzt hier aufbauen? Ich mache erstmal ein bisschen Platz, ne? Wenn du gestattest. Oh. Da habe ich doch einfach mal einen ganzen Zug verwertet. Und ein ganzes Zugabteil. Wieso nicht? Das war ein Reaktor, ne? Wenn ich das gerade richtig gelesen habe. Oh, da hinten geht's ja weiter. Na sowas. Geht das hier auch? Nö. Schade. Aber dahinter, das muss ich mir merken, dass wir uns dann aber mal hinten umgucken.
Ja, das geht aber auch nicht weg. Das auch nicht. Aber interessant, da finden wir einfach mal eine, in Anführungsstrichen, Siedlung in einer World. Was entdecken wir denn heute alles? Das sind ja heute richtig, richtig überraschende Folgen mit richtig Wumms dahinter, also. Ja, komm, mach. Da sitzt sie jetzt am Ende nur noch so ganz vereinzelt auf einem Stuhl. Nördlicher Sektor. Da geht's auch weiter. Das kann ich eigentlich auch wegnehmen, ne? Oh. Hui. Nein, lass stecken. Ich will die Dinge verwerten. Einsammeln kann ich dann immer noch. Ich hätte das Bett vielleicht nicht verwerten sollen. Na. Oh, krass. Wie man das hier einfach alles verwerten kann und dann einfach mal das ganze Zeug hier freilegt. Wie leer das hier jetzt einfach ist, ne? So, das ist der Zugang. Das war der Vault-Zugang in Anführungszeichen. Oh, das kann ich ja auch wegmachen. Guck mal. Nee, kann ich nicht. Ich dachte, das kann ich wegmachen. Wie die so einsam und alleine da sitzt einfach. Aber das ist echt interessant hier. Da haben wir auch alles weg. Da haben wir alles weg. Kann ich das noch wegmachen? Nö. So, dann bin ich jetzt mal... Was ist denn hier? Das geht noch viel tiefer rein. Och Mann. Das ist nicht gut. Das könnt ihr doch nicht machen. Ich habe nicht mal viel Zeit. Ich habe nur noch irgendwie 20 Minuten, nicht mal ganz 20 Minuten und eine Stunde bis meine Freundin hier antanzt. Ich kann nicht weiter aufnehmen. Ich muss dann hier Pause machen. Oh, das scheint auch noch ein anderer Abschnitt hier zu sein, ha? Ja. Maulwurfsratten sind nicht gerade intelligent. Hä? Wo denn? Ach, auch noch eine leuchtende, du Mistvieh. Wie kannst du es wagen? Das scheinen hier übrigens nur so Bauteile zu sein, habe ich das Gefühl. Also das scheint hier keine richtige, in Anführungsstrichen, Vault-Abteilung zu sein, sondern das scheinen hier so wie so eine Lagerstätte für die einzelnen Bauteile zu sein. Interessant. Oh, Moment. Das ist echt interessant. Hässliches Viech. Ich weiß, ich sollte eigentlich mit der guten Frau vorne weiterarbeiten, aber ich will einfach gucken, wo ich das hinführt. Ah.
Ich habe so das Gefühl, ich komme hier wieder nach draußen. Oh, ich hasse solche Gänge. Hallo? Böse Tierchen. Sowas macht man nicht. Mein Roboter angreifen. Ich glaube, es hackt. Jesus, was ist denn das hier? Wie weit geht das denn noch? Ach, das ist ein kleiner Lagerraum nur. Ja. Was? Voltec-Steuertafel, nordöstlicher Sektor. Okay, ich glaube, ich hätte hier hingemusst durch eine Quest. Ach du Scheiße. Na! Oh Gott. Oh, Alter, wie ist der geflogen? Harpunenkanone. 25% mehr Schaden. Schick. Läufst du gerne an der Treppenkante entlang? Ach, da oben laufen noch welche rum. Na. Boah, Alter, wie weiträumig ist das denn hier? Das ist ja heftig, wie weiträumig das ist. Hoffentlich finde ich dann überhaupt noch zurück. Oh, okay, hier geht es nicht mal weiter. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank hat das irgendwo mal ein Ende hier. Ich meine, ich liebe es, wenn das so weiträumig ist und man so viel erkunden kann. Das Problem an der ganzen Sache ist nur, ich habe gerade nicht viel Zeit. Ich müsste dann hier speichern und müsste dann, wenn meine Freundin dann später weg ist, dann vielleicht noch ein, zwei Folgen aufnehmen. Damit ich dann das hier abschließen kann. Oh, ach, der war offen. Schade. Ja, schön, dass ich jetzt schon wieder die ganze Zeit so eine Kampfmusik hier habe. Ah, ich glaube, hier war ich schon. Ich glaube, ich bin da nur nach unten gelaufen. Es kommt mir so dezent bekannt vor. Nee, oder nicht? Oder auch nicht? Ja gut, hier geht's nicht mal weiter. Boah, Alter, wie weitläufig das hier ist. Ha, oh, und es juckt. Oh, Verzeihung, wenn man das laut gehört hat gerade. Ich bin gegen das Mikro gekommen. Nordsektor. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist, ohne Quests und Co. hierher zu marschieren, weil ich das Gefühl habe, dass ich das nächste Mal, wenn ich zurückgehe, durch die Quest wieder irgendwie hierher muss. Ich meine, zumindest haben wir diese Schaltplatte mitnehmen können und müssen die nicht erst extra wiederholen. Oh. Na, komm her. Kommen Sie ran. Ja, die orte ich hier auch. Oh, das sind wieder solche Rettonnen, Alter. Bäh. Ach was. Das merkst du aber... Alter, das merkst du aber recht früh, würde ich sagen. Ha!
Guten Tag. Eine U-Bahn-Marke. Ach, da ist zu, alles klar. Ich dachte, jetzt käme ich da auch wieder irgendwie nach draußen. Hä? Wo kommst du denn her? Lagst du da irgendwo rum? So was. Gemeinheit. Ich wusste, dass da drüben einer steht. Ich wusste nur nicht, dass der jetzt auf einmal hinter mir steht. Oh, guck mal, nördlicher Sektor, schon wieder. Nix da. Ja, ich habe schon noch einen gehört. Um den soll sich Kotzi kümmern. Oh, okay, ist vielleicht keine gute Idee, dass sich nur Kotzi drum kümmert. Ich dachte, das wäre normaler Ghoul. Entschuldigung. Ich finde es schade, dass diese Walltech-Truhen alle leer sind. Oder die meisten davon. Okay, hier ist fertig. Oh Gott sei Dank, ich kann hier nicht rein. Gut. Ich denke, wir können zurück. Ich habe das Gefühl, wir haben alles. Hier geht es nicht weiter, da geht es nicht weiter. Dadurch geht es auch nicht. Das war wahrscheinlich das äußerste Ende. Wo man hier erkunden kann, beziehungsweise nicht erkunden kann, sondern wo man halt die Sachen holen muss. Das heißt, wir huschen jetzt wieder zurück. Oh, kann ich mich denn dahin porten? Was passiert, wenn ich mich dahin porte? Bin ich dann draußen oder bin ich dann bei dieser guten Dame? Ich bin hier, alles klar. Sehr schön. So, und was ist das da hinten? Na, ich glaube, wir waren irgendwo da hinten, ne, wo wir weitergegangen sind. Ich mache es schon wieder und soll es eigentlich nicht. Ah, okay, da geht's nicht. Aber. Hier wird nicht aufgestanden. Vielleicht sollte ich auch hier nicht weitermachen, sondern erst bei dieser guten Dame anfragen. Oh, guck, östlicher Sektor. Ich sollte das wirklich nicht machen. Ah, oh, hier ist ja extrem viel Red. Was? Hä, was ist denn mit dir kaputt? Was hast du da angegriffen? Ich habe keine Ahnung, was Kotzi da angegriffen hat. Oh nein, hier geht's ja auch weiter. Oh nein. Oh! Hallo, Freunde! Bäh. Willst du mich auf... Was ist das? Ist das eine Königin? Tatsächlich. Oh Gott. Oh, Hilfe. Hallo, Freund. Hallo, meine Freundin. Kotzi? Eieieiei. Was ist denn hier los? Was, Ratskorpion? Ach, das war ein Skorpion. Ich dachte, das wäre ein Dingens. Ich dachte, das wäre auch ein Meyer-Lurk. Da war hier noch ein Skorpion mit bei. Ja klar, die Königin hat einfach mal eine Metallrüstung dabei, ne? Ach, hier ist auch Wasser. Kein Wunder, dass die hier sind. Ist bestimmt irgendwie eine Wasserpumpe oder sowas. Gibt es hier denn noch irgendwas Besonderes?
Noch irgendeine Schaltplatte oder irgendwas? Das funktioniert nicht ohne Energie. Ah, das dafür wahrscheinlich die Platten, die Schaltplatten. Vermutlich gehört das alles zu einer Questreihe, den Vault wieder richtig zum Laufen zu bringen. Erst die ganzen Schaltplatten einsetzen, dass die Energie da ist und dann die Wasserpumpe. Vermute ich mal. Okay, dann sind wir hier auch durch, haben im Voraus schon mal alles gekillt. Und dann können wir mal zurück zur... Ich habe den Namen leider vergessen. Valerie? Ist sie Valerie? Und mal schauen, was wir da machen können. Aber vorher muss ich mal ein Dingens nehmen. Ein davon. Weil ich habe doch wieder einiges abgekriegt, ne? So, das kann ich jetzt eigentlich auch mal ausmachen. Kommst du, Schnucki? Heil mich mal bitte zwischendurch. Ah ja, stimmt, da wollte ich ja noch ein bisschen was aufheben. Da lag ja noch so viel. Sir, unternehmen Sie eine Reise in die Vergangenheit? Ja, so ungefähr. Mit dem Aufseherschreibtisch. Ach so, stimmt, du willst ja den Schreibtisch haben. Stimmt. Ach, hier, Aufseherschreibtisch. Okay, dann packen wir das mal hier so ein bisschen, ne? Endlich mein Aufseherschreibtisch und ein richtiges Vault-Terminal. Da freut sich aber jemand. So, jetzt kann ich ja den Stuhl wegnehmen, ne? Den brauchst du ja jetzt nicht mehr. Hi. Das... Bitte sei nachsichtig. Ich hab so lang gewartet, aber wir dürfen nicht trödeln. Die Arbeit wartet auf uns. Dieser Vault sollte ganz bestimmte Bewohner beherbergen. Um Versuche am Menschen durchführen zu können, benötigt man schließlich die perfekten Testsubjekte. Nach all den Jahren willst du gar nicht... weg? Wann ich meine Mission endlich abschließen kann? Niemals. Ich habe an nichts anderes gedacht. Von nichts anderem geträumt. Seit Jahrhunderten. Und das stimmt tatsächlich seit Jahrhunderten. Ne? Was macht eine perfekte Versuchsperson aus? Die Person sollte gesund sein. Oder zumindest gesund genug. Und wir müssen schnell eine exakte Basislinie erhalten. Außerdem muss sie bereit sein, ein gewisses Risiko einzugehen. Dann suchen wir uns mal ein paar Versuchskaninchen. Laut Vault-Tec-Handbuch sollte der Aufseher dieses Wort nicht verwenden. Auch wenn es passend ist. Schalte den Funkleitstrahl des Vaults ein. Die Leute an der Oberfläche reißen sich sicher, um die Chance in einem Vault leben zu dürfen. Während wir darauf warten, dass es sich herumspricht, könntest du dich ja in Vault 88 umsehen. Das hab ich schon. Wenn du ein paar Trümmer beseitigst, könntest du vielleicht in andere Abschnitte gelangen. Sämtliche Materialien oder Ausrüstung, die noch funktionieren, könnten für die Experimente nützlich sein. Hallo. Was für ein großer Tag. Oh Mann. Okay, jetzt ist gerade nichts. Ja, wir haben viel gemacht, haben viel schon erkundet hier tatsächlich. Ich würde sagen, den Rest mache ich dann später, wenn meine Freundin dann weg ist, weil wir haben 22:45. Sie hat auch immer leider immer die Angewohnheit, so eine halbe Stunde auch gerne mal zu früh aufzutauchen. Und ich muss ja noch das Essen vorbereiten. Dementsprechend würde ich sagen, ich mache für jetzt einfach mal Feierabend. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ne? Also tschüss.